und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC-Bruder-Baustelle. Und ja, es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid, denn es ging ein bisschen weiter. So steht er momentan da. Und was soll ich sagen? Er fährt, er lenkt, er hebt, er schaufelt wie ein Wahnsinniger. Ich habe diese gefühlten 800 Kilometer Kabel hier irgendwo reingestopft und das zeige ich euch dann nachher. Wie ist momentan der aktuelle Stand? Wie gesagt, soweit war er jetzt schon auf der Baustelle. Ich bin auch schon echt zufrieden. Hier und da gibt es noch ein paar Verbesserungen. Zeige ich euch gleich. Aber genau, so ein bisschen zum Stand der Dinge. Ich habe das Pendel nochmal nachgearbeitet. Das heißt, auch jetzt hier ist der Pendelweg richtig schön groß hinten. Ich zeige es euch gleich. Ich drehe es mal um. Ich nehme ihn mal in die Hand. Also. So sieht er momentan aus. Wie gesagt, er sieht ein bisschen benutzt aus, denn ich bin schon ein bisschen was über eine Stunde unterwegs gewesen mit dem. Einfach mal zum Testen, ob das alles so läuft und ob das alles so geschmeidig ist. Er hat Licht bekommen links, rechts. Er hat hinten Licht bekommen und jetzt sehen wir das, was ich gemeint habe. Ich habe das Pendel also noch ein bisschen ausgearbeitet. Das sind nur Mühe. Wo man am Plastik einfach ein bisschen was abträgt, mit einer Feile, mit einem Cuttermesser ein bisschen was wegschaben und schon ist da richtig Spiel an der Sache. Genau, vorne ist ja starr, hinten haben wir die Pendelachse. Wie gesagt, er hat jetzt hinten auch Beleuchtung bekommen. Das Teil ist dran mit der Anhängerkupplung. Wir haben ein Rundumlicht auf dem Dach und wir haben das Batteriefach mit einem Ausschalter. Das ist hier drüben, hier ist die Batterie drin. Batterie, Akku natürlich, so, ist ein 3S Lipo Akku mit 1000 mAh, man kommt knapp 50 Minuten bis zu einer Stunde, je nachdem wie stark die Auslastung ist, also sprich wie schwer das Material ist und was für Strecken ich dann zurücklege. So sieht das Ganze jetzt aus. So, hier ist auch der Ein-Ausschalter drin, also von dem her alles sehr leicht erreichbar. Ich habe ihn auch beschwert und wir stellen ihn jetzt gerade mal auf die Waage. Ich habe ihn noch nicht gewogen. Wir sind jetzt bei 0. Und jetzt sind wir bei 1,7 Kilo. Muss ich sagen, ist wunderbar. Würde ich auch empfehlen. Er fährt sich einfach besser. Ja, also, wie habe ich das Ganze gemacht? Also einmal bringt er natürlich die Motoren, auch gerade der Motor für den Arm. Bringt natürlich ein bisschen Gewicht mit, aber ein halbes Kilo steckt in den Reifen. Steckt in den Reifen. Relativ simpel. Gleich wie beim Radlader, habe ich mir vom Wolfgang abgeguckt. Heißt, ich nehme hier diese Klebegewichte. Kriegt ihr ganz normal. Ich habe die, glaube ich, tatsächlich auch bei eBay bestellt. Das sind so Reifenklebegewichte, sind immer 5 Gramm und 10 Gramm und hier kann ich im Endeffekt den Streifen nehmen und den klebe ich hier einfach in den Reifen rein. Ja? Das Einzige, wo ihr aufpassen müsst, ist, dass ihr die Klebegewichte innen drin so weit wie möglich nach außen macht, denn innen drin haben wir den Radadapter und wenn ihr die jetzt mittig oder zu weit innen reinkleben würdet, dann könntet ihr den Reifen nicht weit genug einbiegen, um an die Madenschraube zu kommen. Also nicht so schön. Ja, weil ich knicke den Reifen ja hier ein bisschen ein, dann komme ich an die Madenschraube für den Radadapter. Und wenn ihr jetzt da das zu weit außen geklebt habt, dann könnt ihr das nicht mehr so einknicken. Ja, so geht es gerade so. Wie gesagt, die sind ganz außen, also so weit wie möglich nach außen angeklebt. Einfach mit dem Heißkleber so weit einmal reingelegt, zugeschnitten. Man braucht eins und ein halbes, glaube ich. Dann ist das ein ganzer Kringel. Und dann ergibt das tatsächlich hier auf die vier Reifen eben ein halbes Kilo, wo ich hier das ganze Modell beschwere. Und das Gute ist jetzt natürlich, dass der Tiefpunkt dadurch natürlich wahnsinnig tief sitzt. Das heißt, auch wenn ich jetzt was hebe, wenn ich irgendwo drüber fahre, habe ich das Gewicht ja durch die Reifen ganz unten. Und er hat auch super Traktion und alles. Ja. Ich zeige euch nachher noch ein Video von den Testfahrten. Ein bisschen was habe ich da zusammengeschustert. Mit meinem Handy allerdings, also ist die Quali nicht ganz so toll. Aber man sieht, er bewegt sich, er fährt toll. Und ja, das Material ist furchtbar lose, deswegen auch da nicht viel den Hang hoch, aber er kommt relativ gut klar, muss ich sagen. Hat er Allrad. Ja. Genau. Von den Funktionen her ist natürlich alles gegeben. Fahren, lenken.
Klassisch, hatten wir ja schon. Dann haben wir den Hub. Habe ich ja schon gesagt, er schaltet nach oben hin nicht aus. So, und dann haben wir hier das Teleskopieren. Kommen wir mal ein bisschen runter. Und hier gleich nochmal, hier wir haben ja Endabschalter drin. Hier nochmal der Hinweis, ich habe auch mal mit ganz ausgefahrenem Arm gearbeitet. Aber er wird natürlich, je länger er ist, desto instabiler wird der ganze Spaß. Das heißt, wenn ich jetzt mit langem Arm wirklich so auf die Länge ins Material reinfahre, dann merke ich das auch. Ja, dann ist das wirklich eine Hausnummer, wo er hier arbeiten muss. Von ganz hinten bis ganz vorne. Was haben wir da? ...47 cm, und das ist einfach auch eine Länge, die er hier bringt, um auf den hintersten Punkt, weil der Drehpunkt ist ja ganz hinten, zu arbeiten. Das heißt, hier haben wir einfach Spiel. Das lässt sich auch nicht vermeiden. So fest kann ich das gar nicht drehen, so dass es sich noch bewegt, als dass er kein Spiel hätte. Im Video seht ihr, ich habe es meistens hier so ein bisschen auf Halbmaß. Also so. Einfach ein bisschen weg. Punkt ist eigentlich der, je weiter drin ich bin, desto mehr stehe ich beim Ausladen über meinen eigenen Reifen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will auf dem Haufen laden, ist natürlich besser, wenn ich ein bisschen weiter draußen bin. Dann kann ich den Haufen auch größer und ein bisschen weiter weg machen. Wenn ich ganz nah bin, dann leere ich mir ab einem gewissen Punkt das Zeug mehr vor die Reifen als auf den Haufen. Bringt einfach das Ganze so mit sich. Wie gesagt, ich bin auf der Hälfte gefahren, auch weil ich es natürlich von der Kraft wissen wollte. Aber das Material war trocken und leicht, von dem her war da sowieso komplett wurscht. Ja. So, was hat sich noch ergeben? Hinten an der Hinterachse, die passt soweit, da habe ich ein bisschen Spiel, hier muss ich nochmal nacharbeiten, werde die Löcher nochmal ein bisschen kleiner machen und dann eher nochmal so ausarbeiten. Das ist das, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Dann quält er sich durch die ganzen Kabel hier noch ein bisschen. Ich fahre jetzt hier gerade mal hoch. Die Kabel, die laufen ja hier hinten rein. Und hier ist es, je nachdem an welchem Punkt er steckt, kann das sein, dass die Kabel, oder wie er steht, dass die Kabel sich hier ein bisschen zwicken. Es geht 10-mal gut und beim 11. Mal hat er Probleme. Und da werde ich auch nochmal gucken, wie wir das Ganze da etwas eleganter lösen. Ich bin nicht der, der dauernd rein und raus fährt auf der Baustelle. Ich habe das bei meinem alten auch schon so gehabt, dass ich entweder rausgefahren bin, dann bleibt der so, und wenn ich zurückfahre, habe ich auch kein Problem, dann vielleicht einmal kurz mit Hand anzulegen. Wenn mir das dadurch irgendwelche Schleppketten oder irgendwelche komischen Sachen da außen erspart, wo dann hier draußen die Kabel hängen, das wollte ich ja alles nicht. Ja, deswegen, hier sind sie jetzt innen drin verbaut, man sieht sie nicht, muss aber eben damit leben, dass ich eben unter Umständen hier helfen muss, wenn ich den dann wieder zusammenpacke. Oder man lässt es eben, wie gesagt, auf halb. Da ist sowieso nie ein Problem. Genau. So, die Kabine ist locker montiert und wir werden ihn jetzt auch gleich mal zerlegen. Das soweit mal vorab. Was ich noch festgestellt habe, hier oben der Endabschalter, der reagiert gut. Das Problem ist auch hier, dass er mit der Zeit etwas zudreckt. Deswegen hatte ich bei meinem Modell damals hier ein Gitter hingemacht. Und hier ist jetzt die Frage, entweder macht man auch so ein Fanggitter hin, damit das ganze Zeug nicht oben drüber fallen kann, oder man macht dieses Dreieck hin, dass das zur Seite wegrutscht und der Schalter ein bisschen freier bleibt. Die Funktion hat er bisher immer beibehalten. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt hier aufbauend habe, auf dem Schalter, dass der etwas früher auslöst mit der Zeit. Kann natürlich passieren, das heißt, irgendwann löst er vielleicht nicht mehr hier aus, sondern nur schon hier, weil einfach Material dazwischen steckt. Und das wäre natürlich schade im Laufe der Zeit. Ja. Es ist, wie gesagt, alles kein Beinbruch und relativ schnell behoben. Denn einmal kurz reingepustet, je nach Material natürlich, dann ist das wieder sauber. Beim Ausleeren genau das Gleiche. Beim Ausleeren muss ich mal gucken. Er leert ja an sich schön aus. Das ist original der Ausleerpunkt. Ich zeige es gerade mal so. Das Material fällt raus. Wenn es jetzt allerdings nass wäre, hätte ich hier ein Problem. Ich hätte hier gerne noch einen Tick mehr an Anstellwinkel. Und hier muss ich allerdings gucken, denn der Zylinder ist ja soweit schon so aufgebaut. Und er fährt ja hier tatsächlich gegen die Originalanschläge. Das heißt, ich müsste jetzt hier die Schaufelaufnahme, wo das Ganze hingeklebt, also
dieses vordere rote Teil, das sich hier bewegt, müsste ich massiv bearbeiten und auch den Arm müsste ich nochmal nachbearbeiten, damit wir hier weiter runterkommen, denn ich schlage hier überall am Plastik an. Ja, das ist jetzt so momentan der aktuelle Stand. Was haben wir noch? Also es ist kein 0815 Modell. Man merkt schon, es birgt seine Tücken und man muss damit einfach auch arbeiten können. Es ist jetzt kein Plug and Play und es funktioniert sofort. Ja. Was wollte ich noch? Das, das, das. Ansonsten, das Teleskopieren, wie gesagt, funktioniert wunderbar. Der Zylinder ja auch. Der Hub, also das ist simpel, simpel, super. So muss man es einfach wirklich sagen. Unten drin, wie schaut es hier aus? Wir sind hier zu. Wir haben die Originalbodenplatte wieder mit drin. Das heißt, ich habe hier keine extra Bodenplatte benötigt. Die habe ich hier einfach zugeschnitten und hier reingesetzt. Und ich würde sagen, in diesem Zug nehme ich euch jetzt auch mal mit. Das heißt, ich drehe euch wieder um. Dann bauen wir das Ganze jetzt mal so weit auseinander, damit ihr seht, wo ist die Elektronik verstaut, wie sieht das Ganze innen drin aus, wie habe ich das jetzt gemacht, dass das ganze Modell jetzt so dasteht, wie es denn jetzt dasteht. Ja? Also, ich baue schnell um und dann geht es auch gleich weiter. Und so geht es auch schon weiter mit dem Modell. Ihr seht, das ist immer noch eingeschalten. Ich habe ja nur kurz die Kamera gedreht. Und jetzt machen wir das ganze Ding einfach mal auf. Am einfachsten ist es, wenn wir mal den Arm lösen, glaube ich. Oder beziehungsweise ich zeige euch mal, wie das relativ simpel funktioniert. Das heißt, wir können den Arm hier hochfahren. Und hier klingt er aus. Und wir fahren den Ding wieder runter. Und jetzt kann ich hier einfach das Ganze aushebeln, so wie es original im Endeffekt auch war. Das heißt, ich biege das hier einfach ein bisschen zur Seite und habe schon das Ganze hier in der Hand. Ich lasse ihn jetzt momentan drin, denn er spielt jetzt für die Ansicht selber keine Rolle. Ich wollte euch das nur zeigen, wie einfach das Ganze ist. Wir machen das Modell mal aus. Hier ist wie gesagt der Akku drin. Und wir legen hier auch gleich los. So, die können wir wegbauen. Ihr seht, das geht echt einfach. Also Wartung ist hier relativ einfach gelöst, wenn es ein paar Kleinigkeiten sind. Hier ist jetzt der komplette Empfänger, ist jetzt der 6-Kanal-Empfänger hier untergebracht, sowie die Klemme für die ganzen Stromleitungen sitzt hier drin und der Ein-Ausschalter. Hier kommen die Kabel von der LED von vorne runter. Der wird noch versetzt, ein Stück nach vorne unter Umständen. Der gefällt mir da, wo er jetzt momentan ist, noch nicht ganz so. Aber wie gesagt, der ist jetzt hier unten. Rückleuchte übrigens. Hier laufen die Kabel direkt hier rein. Und hier laufen sie an der Seite nach vorne. Also, hier haben wir die Stromzufuhr. Das heißt, hier haben wir den Akku, hier haben wir den einen Ausschalter. Und dann laufen die Kabel einmal im unteren Teil nach drüben. Dafür drehe ich den Manitou jetzt einmal um. Und jetzt seht ihr den Unterbau. Das heißt, ich habe tatsächlich hier 1:1 die untere Schale oder beziehungsweise das Bodenblech hier einfach abgeschnitten. Hier vorne die Kante raus und auch vorne das so weit einfach weggedremelt, dass das hier reinpasst. Und das ist nur geklickst. Hält auch wunderbar. Und so sieht das Ganze aus. Wir haben also hier vorne ein bisschen was bearbeitet. Und hier unten drin die Seite noch weggemacht. Aber ansonsten sitzt das hier drin. Und hier auf der Seite habe ich eine Nase. Die wird auf der Seite hier eingehakt. Und auf der anderen Seite habe ich auch zwei Punkte, die hier in der Gegenseite eingehakt werden. Ja, in der Stunde, wo ich jetzt gefahren bin, habe ich nichts an Problemen gehabt. Ist nicht rausgefallen oder so. Zur Not könnte man natürlich immer noch sagen, man macht hier irgendwo noch einen Winkel rein und schraubt eine Schraube rein, damit es wirklich fest ist. Hier in der Mitte ist sozusagen die ganzen Verbindungen. Das heißt, hier liegen alle Verbinder drin von allen Funktionen. Die Servokabel gehen direkt zum Empfänger. Empfänger war auf der Seite. Also die gehen direkt zum Empfänger. Und wir haben auf der anderen Seite alle Fahrregler drin. Und hier zeige ich euch jetzt auch, hier kommen zwei Kabel raus. Die Kabine ist übrigens nur aufgesetzt. Die kann ich also so runter machen. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur ein Kabel lösen, und zwar von dem Frontscheinwerfer. Der läuft hier irgendwo rein. Ich muss gerade gucken, welcher Stecker das ist. Das ist der hier. Also ich habe mich hier und da doch für Stecker entschieden,
denn es ist einfacher in der Wartung. Und ich bin ja trotzdem noch hier am Rumbasteln. So, das ist die Rundumleuchte. Also, einmal die Kabine, sitzt der Fahrer drin, hat hier hinten die Rundumleuchte und hat hier drüben den Anschluss für die LED. Hätte man auch im einen machen können, ist mir im Nachhinein aber erst aufgefallen. Wobei ich ja hier die LED mit 12 Volt, also mit dem vollen LiPo-Akku-Strom versorge und die LED nur mit dem Strom vom BEC-Regler. Der BEC-Regler sitzt auch hier und der hat ja nur 6 Volt und versorgt parallel natürlich den Empfänger. Was haben wir hier? Schön eingeklebt, aber so funktioniert es am besten, denn dann fliegt nichts außen rum und ich kann die Kabine immer gut draufsetzen. Wir haben hier einmal den UBEC, der liefert 6 Volt, einmal an den Empfänger auf der anderen Seite und einmal an die Rundumleuchte. Die hat hier eine Verlängerung bekommen, die Rundumleuchte, da stecke ich die ein. Und wir haben auf der anderen Seite hier unter diesem Kleber die 4 Fahrregler fürs Fahren, Heben, Teleskopieren und die Schaufel. Fahren läuft auf einen, übrigens vorne und hinten, ein Fahrregler. Und das Ganze läuft jetzt hier einmal rüber. Ich habe alle Plus-Minus-Stromversorger von den Fahrrädern verbunden, dass ich nur mit einem Plus- und einem Minus-Kabel rüber muss zum Akku. Dann läuft natürlich einmal von jedem Regler hier die Buchse weg, wo ich den Motor einstecken kann. Und es läuft von jedem Regler zum Empfänger auch der jeweilige Anschluss an den Empfänger hinüber, das Signalkabel. Also, ihr seht, hier sind die Regler drin, auf der anderen Seite ist der Empfänger drin und in der Mitte, in diesem Haufen hier, befinden sich die ganzen Anschlusskabel. Und wenn es hier eben noch enger ist, beziehungsweise zu eng wäre, könnte ich natürlich sagen, ich hau diese Stecker hier raus und löte wirklich den Motor direkt an das Kabel vom Fahrregler an, dann spare ich mir diesen Stecker auch noch. So muss ich aber sagen, es passt relativ gut rein, ihr müsst aber die Kabel echt kurz halten, das heißt, gerade die Empfängerkabel, das heißt, hier habe ich ja den Fahrregler, dann läuft es hier rüber und das ist wirklich nur dieses Stück Kabel und dann ist es abgezwickt. Also ich kann den Empfänger jetzt nicht noch irgendwo einen halben Kilometer weiter irgendwo eine Werkbank nebenan hinlegen, das geht nicht. Das ist wirklich so, dass ich das gerade so einstecken kann, denn ich habe nicht mehr Platz. Also ich kann den Empfänger gerade so rausnehmen, dann ist aber Ende. Und ich komme gerade so hin, dass ich es noch gut einstecken kann, ohne mir die Finger zu brechen. Mehr aber nicht. Jetzt klappt man das gerade einmal nach oben. Und so sieht das Ganze von oben aus. Das heißt, wir haben ja hier den Hubmotor drin. Das Kopieren. Und im Endeffekt laufen hier 2 Kabel runter vom Arm. Das heißt, das hier ist das Kabel, das hin und her wandern muss vom Zylinder. Und die dünnen Kabel hier sind die vom Teleskopieren. Ja? N-Up-Schalter sind drin, das ist das U-Profil, wo der Hub vom Arm mit Nei greift. N-Up-Schalter, ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gezeigt. Während ich rede, fallen mir natürlich noch ganz viele Sachen ein, die ich vorhin erwähnen wollte und erst jetzt wieder sehe. Ich musste hier den Kotflügel kastrieren, denn sonst geht das hier nicht vorbei. Und wie ihr seht, ich habe hier auch die Lampen versetzen müssen, denn in der Originalposition, wenn ich die hier einstecke, ist es so, dass die Lampe hier aufsitzen würde. Also ich würde auch gar nicht über das mit dem Licht drüber kommen. Hier drüben, die kann ich nicht versetzen, die leuchtet eher das Teil an. Und dann musste ich das eben versetzen, damit ich beim Lenkeinschlag hier unter die Kabine überhaupt noch reinkomme. Denn, wie gesagt, das Modell war ja ursprünglich nicht dafür ausgelegt, dass es lenkt. Also das hat ja normal starre Achsen gehabt. Wir hatten auch nicht so viel Platz zwischen den Kotflügeln, offiziell. Finde ich aber ganz gut, so wie es jetzt ist. Macht einfach die Montage einfacher. Alles andere wäre wieder unnötig verkompliziert, das Ganze. Aber ich finde, passt soweit auch wunderbar hinein. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden. Achso, die Lenkung. Durch das, dass die Reifen jetzt beschwert sind und wir haben kleine Servos. Wir haben hinten ein Mikroservo und wir haben vorne einen kleinen Flachservo hier liegen. Ist es so, wenn er jetzt auf so einer Oberfläche steht, die nicht rutschig ist, also wie jetzt hier, dann muss ich aktiv auch zurücklenken. Das heißt, die Servos, denen fehlt tatsächlich dann die nötige Kraft mit Beladung oder beziehungsweise im Gelände dann, wenn das irgendwo auch so halb drin steht,
sich selber zurückzustellen. Und das quält natürlich den Servo. Das heißt, man muss einfach auch beim Fahren wissen, okay, das sind hier kleine Servos und wir haben hier die Räder nochmal beschwert. Und wenn die ganzen Räder und mit dem Profil und alles jetzt auf einem widerstandsfähigen Untergrund stehen, dann muss ich da einfach auch aktiv zurücklenken. Das ist nicht so, dass die das jetzt aus eigener Kraft wirklich immer gerade hinziehen, vorne wie hinten. Und man kann hier, beziehungsweise muss hier relativ viel über den Subtrim machen, denn wir haben die Lenkung hier auf zwei einzelnen Kanälen von der Fernbedienung, um umzuschalten. Was im Endeffekt auch den Vorteil hat, dass ich sagen kann, ich kann diesen Subtrim mit dem hinteren verändern. Das heißt, ich kann die hier vorne anders ausrichten zu denen da hinten. Ja? Und sollte es eben so sein, dass ich jetzt fahre und ich merke, meine hintere Achse, die bricht immer ein bisschen aus, dann muss man entweder... Ist es so, dass der Servo einfach zu schwach ist oder er ist nicht richtig angezogen? Hatte ich auch schon. Sind die Schrauben ein bisschen locker? Hat der so viel Spiel, dass er vielleicht mal ein bisschen abdriftet? Oder man muss eben über die Trimmung hinten der ganzen Sache ein bisschen nacharbeiten. Jo. Ansonsten ist mal das der eine Punkt. Dann haben wir das nächste mit der Fernbedienung hier. Ich hatte ursprünglich so eine günstige, die man nur über den PC mit diesem Anschlussstecker programmieren kann und so weiter mit extra Software. Ist ein bisschen kompliziert. Weil man muss dann welchen Port auswählen und es funktioniert auch nicht immer. Die hat auch kein Display und so, also man muss immer alles am PC machen und wenn man dann auf dem Parcours ist und was umstellen will, geht halt gar nichts. Deswegen nehme ich die eigentlich nicht mehr. Deswegen nehme ich immer die hier. Die hier hat aber das Problem, dass sie in der Software keinen Umsteller hat, ob ich einen Mischer zu- oder abwähle. Kurz zum Verständnis. Die Lenkung hier ist über einen Mischer gesteuert. Das heißt, ich sage der Fernbedienung bzw. dem Modell, sage ich, wenn ich hier lenke, dann ist das Kanal 4 und das hier hinten ist Kanal 5. Und wenn ich Kanal 4 so mache, dann machst du bei Kanal 5 eben entweder das gleiche mit oder das gleiche als Minus mit, also gegenläufig. So, das ist der Mischer. Mischer 1 zum Beispiel. So. Und jetzt konnte ich eben entscheiden und sagen, okay, ich mache Mischer aus, dann lenkt nur vorne, die hinteren bleiben gerade. Ich konnte sagen, Mischer 1 ein, dann lenken die hinteren gegen. Und dann habe ich einen zweiten Mischer gemacht, der genau das gleiche tut, nur andersrum, dass ich sage, wenn ich vorne nach links lenke, lenkst du hinten auch links, den Hundegang. Das heißt, ich konnte wirklich über diese Schalthebel hier an der Fernbedienung einfach die Mischer zu- und abwählen. Also sprich, kein Mischer heißt nur vorne, Mischer 1 heißt dann Allradlenkung vorne und hinten gegenläufig, dass er sich also auf kleinstem Raum dreht. Und Mischer 2 war dann gleichläufig, das heißt Hundegang, dass er also seitlich, in Anführungszeichen seitlich fahren kann. Das geht hier nicht. Das ist nicht vorgesehen in dieser Fernbedienung. Ich habe auch die anderen mal ausprobiert. Also ich habe ja 3-4 verschiedene Fernbedienungen hier liegen. Auch die anderen, die ich aktuell da habe, machen es nicht. Und ich wollte jetzt ungern hier eigentlich auf eine größere bzw. wesentlich teurere Fernbedienung umstellen, nur um das zu realisieren. Das heißt, was machen wir in dem Modell? Es ist jetzt hier noch nicht eingestellt, aber genauso wird es kommen. Das heißt, wenn das alles eingestellt ist, ja, dann haben wir ja hier einen Modellspeicher. Das heißt, hier habe ich jetzt Modell 01 und sage, Modell 01 ist mein ganz normales Fahrmodell mit der Allradlenkung. Und jetzt kann ich sagen, ich kopiere mir den hier. Models und ich kann mir hier ein Modell kopieren, mache dann Modell 2 draus und sage, okay, Modell 2 ist zum Beispiel mit Hundegang oder eben nur vorne lenkend und dann kann ich hier über den Modellwahlspeicher einfach die Modelle dementsprechend auswählen, wie ich sie brauche. Ja, ja. Soweit so gut. Jetzt habt ihr mal grob gesehen, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Ich lege das nochmal gerade daneben. Es ist noch Platz. Ein bisschen, nicht viel. Also wenn ihr jetzt ein Soundmodul hier einbauen wollt, ja, wird spaßig. Größe Akkus wird auch eher, ich sage jetzt mal eng. Also ich fahre ja hier diese 1000er 3S Lipo Akkus, entweder die von Zippy oder die von von Modellbau Natterer, wie sie heißen, Torchester, glaube ich, sind das. Die nutze ich ja hier in den Modellen. Und ich sage jetzt mal, mit knapp einer Stunde Fahrzeit bin ich da auch vollkommen zufrieden. Die sind auch preislich sehr erschwinglich, das heißt, man kann auch mal zwischendrin wechseln. Und durch das, dass ich die ja in allen Modellen fahre, das heißt also LKW, Dumper, mein Bagger ist ja darauf umgebaut, also ich habe überall nur diese Akkus drin, habe ich im Endeffekt 10 Stück und da gehe ich auf die Baustelle und dann kann ich wirklich von A, B, C, D, E alle Modelle durchfahren und wenn ich sage, ach okay, jetzt will ich das andere Modell fahren, dann nehme ich einfach das andere Modell. Ja?
Also ich habe noch nie wegen Akkus irgendwo einen Stillstand erlitten, weil wie gesagt, A sind sie sehr schnell geladen, ich kann die kann ja Lipo-Akkus in einer Stunde laden und sie sind eben untereinander alle kompatibel. Wie gesagt, ich kann jetzt sagen, ah, jetzt fahre ich kein LKW mehr, jetzt fahre ich den Manitou, dann nehme ich den LKW-Akku raus, ist nämlich der gleiche und packe den hier rein. Andersrum geht es natürlich auch, wenn ich sage, so Manitou bin ich jetzt genug gefahren, jetzt fahre ich mal wieder mehr LKW, dann nehme ich den da raus und packe ihn in den LKW. Ja? Also da, das ist nur mal ein Tipp von mir, wenn ihr da irgendwo die Möglichkeit habt, bei einem Akkutyp zu bleiben, macht es auch von den Anschlüssen her, ist natürlich immer ganz praktisch, wenn die alle den gleichen Anschluss haben, dass ich die einfach durchtauschen kann. Dann tut man sich einfach einfacher und wie gesagt, hat einfach keine Ausfallzeiten auf der Baustelle, auf dem Parcours. Denn das ist einfach was, was ich immer wieder sehe, dass man sagt, ah, jetzt wollte ich den fahren, jetzt ist der Akku leer und bei dem da, der passt da wieder nicht und der passt dort wieder nicht. Das ist doch alles Quatsch. Gell? Das mag ich gar nicht, deswegen mache ich das so. Und wie gesagt, jetzt werde ich mal gucken, was sich noch verbessern lässt. Und er geht auf jeden Fall jetzt erst wieder nochmal auf die Baustelle. Denn nur wenn ich ihn fahre und nur wenn er arbeiten muss, dann stellt man am Ende auch fest, wird das was? Wo liegen die Schwächen? Was nervt mich komplett? Also wie gesagt, wie das mit dem Auslernen, wo ich jetzt einfach nochmal gucken muss, wie ich das ein bisschen besser oder nochmal ein bisschen ausweiten kann. Das sind so Sachen, die stören mich einfach dann eher auf lange Sicht. Also wenn ich jetzt hier nur dreimal hin und her fahre, merke ich davon nichts. Wenn ich aber eine Stunde mit dem Gerät arbeiten muss, dann merkt man relativ schnell, da und da sind einfach Schwächen und die müssen noch weg. Ja? Und vorher wird es auch keine Bausätze geben, also solange das Ding nicht komplett so läuft auf Dauer, wie ich das haben will, wird es auch den Bausatz erstmal noch nicht geben. Ich informiere euch aber mit Sicherheit, wenn der irgendwann mal verfügbar ist. Jawohl, ich hoffe, es hat euch soweit auch wieder gefallen und euch gefällt natürlich auch das Modell, wie es jetzt momentan dasteht und was es kann und wie die ganze Sache hier so läuft. Und ja, wenn euch das allgemein gefällt, was ich so mache, freut mich immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr auch informiert, wenn das nächste Video von mir wieder online geht. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann!